In dieser YouTube-Downloader-Serie wird jetzt erklärt, wie Sie den Playlist-Button nutzen können. Dazu einfach einen Doppelklick auf den Playlist-Button. Und hier, damit wir es nicht noch schwerer machen als ohnehin schon, kopieren wir einfach die Anweisung, kopieren wir einfach den Code von Dateien ermitteln und fügen ihn in unsere Playlist-Routine hinein. Diese Routine müssen wir jetzt noch ein wenig anpassen, damit sie auch korrekt funktionieren kann. Dazu hier bei Response Close ansetzen und deklarieren. Und zwar dim Anfang Playlist Count as Integer. Diesen Anfang Playlist Count gleich in String und Start DL URL Playlist, Komma und hier kleiner Span. Größer Videos, Doppelpunkt, Leertaste und Anführungszeichen und dies Ganze plus 14. Was hatte mit diesem Span Videos auf sich? Wir gehen jetzt einfach mal in eine Playlist hinein. Nehmen wir einfach mal diese hier. Lassen uns den Seitenquelltext anzeigen. Suchen nach dem Span Videos und siehe da. Hier wird uns die Anzahl 2 angezeigt. Genau dasselbe, wie wir es hier sehen können. Also müssen wir das auslesen. Daher habe ich auch dieses Span-Videos genommen. Und wie Sie sich jetzt vielleicht denken können, brauchen wir jetzt auch noch das Ende. Daher dim Ende Playlist Count as Integer und Ende Playlist Count gleich in String. Und hier einfach anfangen. Playlist kann, also da genau anfangen. Start DL URL Playlist, Komma, dann wieder Anführungszeichen und halt genau das, was wir ausgelesen haben. Kopiere ich jetzt einfach mal. Kopieren, einfügen. Jetzt brauchen wir noch die Länge. Dim Länge Playlist Count 1 gleich Ende Playlist Count. Minus Anfang Playlist Count. Aber natürlich muss er vorher noch den Playlist Count überhaupt deklarieren. Dazu as Integer und im folgenden Länge Playlist Count. Wie gesagt, Ende Playlist Count minus den Anfang. Und jetzt brauchen wir noch den Count 2. Dazu dim Länge Playlist Count 2 as Integer und die Länge Playlist Count 2 nehmen wir gleich mit und hier einfach Start DL URL Playlist, Komma Anfang Playlist Count und dann nochmal Komma und hier einfach die Länge, die wir ermittelt haben. Kriegen wir somit also mit Länge Playlist Count 2 den wirklichen Wert, den wir jetzt brauchen werden. Dazu jetzt nochmal eine Vorschleife, die ist sehr wichtig. Also for is integer gleich 0 to Länge Playlist Count 2 minus 1. Also minus 1 brauchen wir, weil wir ja bei 0 anfangen. Vorher müssen wir noch einige Variablen deklarieren. Einmal dim Playlist ohne YouTube as Integer. Ich kopiere das jetzt, geht schneller. Wir brauchen jetzt 6 Integer-Werte nämlich. Dann einmal Playlist mit YouTube. Dann brauchen wir eine mit Anfang, Stelle der Playlist Videos. Dann brauchen wir dasselbe nochmal ohne S hinten. Dann noch ein Ende. Ende Stelle der Playlist Video und als letztes Länge der Playlist Video. Das Ganze können Sie auch mit anderen Namen durchführen, aber es dient einfach der besseren Übersicht, diese jetzt auch so zu benennen, wie wir sie gebrauchen. Also Anfang Stelle
der Playlist Videos gleich in String und hier einfach Anfang Playlist Count, Start DLURL Playlist, also das von der Playliste. Jetzt brauchen wir, um hier weitermachen zu können, den Quellcode von dem Video. Wir nutzen dazu diesen Code, weil hiernach folgt genau schon unser Video, hier gut zu sehen. Also wir müssen hier ihm sagen, diese Stelle soll er uns markieren und ab dieser Stelle suchen wir dann nach unserem Titel. Das ist am besten. Man kann es auch auf anderen Wegen machen, aber so geht es am einfachsten. Setzen wir also diesen hier rein und einfach reinpasten. Die Anführungszeichen müssen wir verdoppeln, weil sonst Visual Basic das nicht wirklich erkennen kann. So sieht es dann im Endeffekt aus. Das ist auch schon die erste Anweisung. Hier noch ein plus 31, weil es genau 31 Zeichen hier sind. Jetzt müssen wir das nächste zuweisen. Anfang Stelle der Playlist Video gleich in String. Anfang Stelle der Playlist Videos, Start DL URL Playlist. Und dann brauchen wir mehr oder weniger den Anfang. Der Anfang wird durch das href signalisiert. Dieses brauchen wir jetzt. Kopieren wir es jetzt einfach mal und fügen es hier ein. So, wir müssen jetzt wieder das Anführungszeichen dort am Ende verdoppeln. Also in Anführungszeichen href gleich Anführungszeichen Anführungszeichen. Und das Ganze müssen wir plus 6 wieder nehmen, weil es 6 Zeichen sind. Gehen wir weiter zum nächsten. Der nächste ist das Ende. Stelle Playlist Video. Den setzen wir auf InString. Und Anfang